Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Lars Reiter und wir sind in Folge Nummer 23 von Oxygen Not Included. Ja, wir hatten eine Botschaft vom Mordrak, der geschrieben hat, ja, dass ich hier die Farm zum Beispiel anders hätte bauen können, indem ich jetzt hier nicht erst dieses hier mache, sondern das dann direkt umbaue und das da reinschreibe. Da müsste ich jetzt hier zum Beispiel abbrechen machen, ne? Wenn ich dann das abbreche hier, zack, dann können wir das so machen und dann kann man hier Nahrung, Farm, das natürlich auch so machen, ist klar. Hatte ich letztes Mal nicht gemacht, hatte ich keine Lust zu, aber wenn wir jetzt schon dabei sind, zack, die drei auch noch weg. Nahrung. So, haben wir das, obwohl ich das erst nach dem Intro eigentlich machen wollte, aber naja. Wir haben hier oben rechts noch den Blitz, den gucken wir uns dann nach dem Intro an. Ja, und was hat der Mordrak noch geschrieben? Ach so, der ist mit dem Mikrobenmischer, Mixer oder wie auch immer heißt. Den können wir hier oben vielleicht noch hinstellen dazu. Und da gibt es dann Läusebrot, was dann auch die Mehllaus optimiert. Okay, das Ganze nach dem Intro. Bis dann. So, dann legen wir mal los. Wir haben hier das gemacht eben mit dem Dingens hier. Passt schon. Ich glaube 3, 6, 7. 3, 6, 7, das kommt hin. Wir haben ja immer so 7 da. Das ist wegen dem Licht, habe ich das gemacht. Naja, aber das ist dann halt so. Wir gucken jetzt mal hier oben in den Blitz. Und der Blitz sagt uns, wir haben Kalorien 6200 erzeugt und in diesem Zyklus hier bis heute. Und 3600 knapp brauchten wir. Das ist ja schon mal gut, dass wir einen Plus gemacht haben. Hier haben wir Stressveränderung. Die sind entfernt. Also wir haben keinen Stress mehr sozusagen. Das ist gut. Wir haben hier 245 Aufträge und 28 davon sind erledigt. Der Rest ist noch offen. Das ist ein bisschen wenig. Wildtiere haben wir 22. Arbeitszeit, Reisezeit, persönliche Zeit. Da sieht man hier noch ein paar andere Werte. Hier unten Sauerstoffproduktion ist höher wie die, die wir brauchen. Das ist auch sehr gut. Stromverbrauch ist genau umgekehrt, da müssen wir noch dran arbeiten. Gut, okay, das ist geklärt. Dann wollen wir mal auf den Mikrobenmischer gehen. Das ist ja dieser hier, Matcha, Matcha heißt der Mikroben, Matcha. Den bauen wir dann noch da rein und dann gucken wir damit weiter. Und wir haben hier schon, haben sie gerade wohl fertiggestellt, die Geschichte mit dem Strom. Jetzt müssen wir gucken, wo geht denn die Stromleitung denn lang? Also das geht da rein, da raus, hier hoch. Ach so, das müssen wir dann hier noch anschließen, ne? Und jetzt ist das angeschlossen. Jetzt müsste das hier weg sein. Ne? Ist auch so. Gut. Jetzt bedeutet das, dass wir hier die Batterie wegmachen können. Und das Laufrad können wir definitiv auch wegmachen, weil wir jetzt den Strom ja von hier unten kriegen. Und hier ist natürlich auch noch eine Batterie, die auch weg kann, weil wir ja die intelligente haben. Ne? Gut, das ist geklärt. Dann schauen wir mal, wie es da weitergeht. Was machen die jetzt? Ah, da abbauen, das ist gut. Der Matcha kommt dahin, den müssen wir dann auch noch mit Strom anschließen. Hier können wir mal gerade die Prio hochsetzen, dass das da mal gebaut wird hier, oder? So, sieht es dann besser aus. Jetzt haben wir schon wieder was Neues in Auftrag gegeben, ne? Ist vielleicht auch nicht so prickelnd. Hier geht es auch nicht so wirklich weiter, ne? Vielleicht können wir mal die Hydroschiff... Ja, die Farm machen wir jetzt hier mal fertig. Dann können die da auch schneller hin, oder? Okay, abgebaut ist schon worden gerade. Okay, jetzt wird hier noch weiter gebaut. Jetzt wird es hier schon ein bisschen bremslich. Ah, da kommen wir da oben auch dran, ne? Okay. Und da ist ein Hutch. Okay. Also das Wasser, wenn es hier runter geht, stört uns das nicht. Ne? Und hier ist auch genug Luft und Platz, dass das, was da runterkommt, uns auch nicht hier Probleme verursachen wird. Keine Flüssigkeitseingang, ist klar. Ja, wir müssten dann mal gucken, dass wir hier dann weiterkommen mit der Pumpe. Ne? Aber dafür wollten wir ja auch noch dieses Teil haben zum Reinigen. Haben wir das denn schon eigentlich erforscht? Ist das Sanitärreinigung? Nee. Ich glaube, da ist die Forschung gerade dran, ne? Oder? Kann das sein? Was forschen wir denn gerade? Ah ja, genau, der Filter hier, der Flüssigkeitsfilter ist noch in Arbeit. Okay, dann ist das noch nicht so weit. Dauert auch noch ein bisschen, bis das fertig wird. Der kommt dann hier hin, ne? Gut, das mit dem Strom, das geht. Die Batterie muss noch abgerissen werden.
Hier müsste man mal eine Wand ziehen und wir machen schon wieder neue Aufträge hier. So. Ja, ist klar. Gut. Was haben wir denn noch so? Essen 3200 Kalorien. Wir sind Diagnose, Diagnostik. Atmungsfähigkeit 49%, Batterien. Okay, maximaler Stress ist minimal. Nahrung 3,8. Pflanzen 21 von 26. Sind versorgt oder wie sehe ich das? Schmutzwurzeln. Das ist neu, oder? Hier so, wie das hier ist, oder? Weiß ich jetzt nicht. Hatten wir hier nicht letztens auch die Klamotten hier mit, was wir hier im Lager haben? Wo waren das Ding jetzt hin? Aha. Ich habe doch hier immer die Anzeige gehabt mit, was ich hier für Klamotten habe. Wo ist die denn jetzt hin? Alle Anzeigen, da. Ach so, da ist das hier neu, oder was? Okay. Auch interessant, ne? Das ist, ja. Okay. Hier wird auf jeden Fall gebaut, das ist gut. Noch eine weiter und dann kommen wir da hin und können da weitermachen. Hatte ich alles das gemacht, was Mordrakor gesagt hatte? Den Matcha haben wir noch nicht fertig, aber der ist da schon hingestellt. Da ist es halt so, dass der mit 1250 Gramm, also 1200 Gramm Mehlläuse und 50 Gramm Wasser dann das Mehlbrot macht. Müssen wir mal gucken, wie lecker das dann ist. Und er hatte das hier geschrieben mit den Farmen. Das ist auch klar. Den Blitz haben wir drüber gesprochen. Passt auch. Ich glaube, das war schon alles. Wir müssen jetzt hier noch ein bisschen was fertig machen. Da wird es ja schon ein noch fertig und dann können wir darüber hüpfen. Dann klappt das, oder? Minzi macht das schon. Hier wird geerntet, das ist auch gut. Haben wir hier 2,6. Hier können wir jetzt nicht so doll was anpflanzen, ne? Die Bohrenblüten sind hier drin, ne? Ach, da haben wir sogar noch eine. Okay, Einstellung übertragen. Wir brauchen auch Licht, die Dornblüten, oder wie war das? Müssen wir nochmal ganz genau überlegen, wie weit wir damit kommen. War das jetzt gerade? Ne, Forschung ist nicht fertig. Gut, da ist jetzt jemand weggegangen und macht das nicht mehr. Hier, da ist nämlich Licht angefordert für den hier, ne? Den müssen wir mal woanders hin machen. Der müsste umgepflanzt werden nach da oben, wenn. Oder die pflanzen wir um. Das Licht kann man da ja wegnehmen dann, ne? Hier sind auch diese Farmen. War auch nicht die ideale Position, oder? Gut, läuft aber erstmal einigermaßen. Hier haben wir schon irgendwie was auch abgebaut, ne? Diese Wand hält die, Sandstein. Mordrak meint ja, dass eine und dann kann die ganz schnell undicht werden. Es kommt aber darauf an, der Dünger, der lässt ganz schnell ab, ne? Hier ist auch ein Auftrag, ne? Zack, reiß mal ab und die Batterie da oben auch. Das sind Speicher, die wir gerade nicht mehr brauchen. Er sieht immer so irgendwie so ungesund aus. Er ist aber hungrig nur. Ellie ist noch am Essen. Stinky macht sowieso Nachtschicht. Katalina geht ins Bett. Passt. Okay. Dieses Bett wird nicht fertig, aber wir könnten dieses Bett mal aufbauen eigentlich, oder? Machen wir auf 5. Nein, wir wollen noch keinen neuen nehmen, ist klar. Ich weiß gar nicht, wie sieht denn das mit Kupfer aus? Bauen wir das hier ab? Ja, 10 steht da noch. Eigentlich sieht das alles erstmal gut aus, oder? Hier ist bald alle, aber da ist Dampf dran. Wenn der passend ist, dann geht die Pumpe ja wieder an, beziehungsweise der Kohlegenerator. Wie sieht es denn mit Temperaturen hier so aus und so?
Hier ist natürlich warm, ist klar. Hi, ist das schon alles wärmer geworden, ne? Aber hier geht auf jeden Fall noch ein paar Zimmer machen. Und Pflanzen sind da auch passend eigentlich. Muss nur aufpassen, ne? Dass uns das hier nicht zu warm wird. Okay, nächste Zeitzone ist angebrochen, hätte ich jetzt gesagt. Hier werden die Toiletten desinfiziert. Das ist auch gut so. Hier müssen wir irgendwann umswitchen mit dem Strom dann, ne? Aber noch war das ja hier passend, oder? Da hat jemand eine Mahlzeit aufgenommen, das ist auch gut. Ellie geht essen, oder wie sehe ich das? Hier wird gerade geerntet, sehr gut. Wir haben keine Kalorien zurzeit, das ist schlecht. Jetzt 1600 und nochmal, ich glaube 600 dazu sind wir bei 2,2, dann geht's. Na, jetzt nur noch 600, die hier irgendwo liegen. Ellie ist wunderbar am Essen. Batterie wird abgebaut, hier wird Essen hingebracht, die Dornbeere, um dann da eine Knorpelbeere rauszumachen. Sehr gut. So, die Batterie ist weg. Ist die unten auch schon weg? Ah, da kommt jemand und macht das, glaube ich. Ja, passt. Ja, erstmal sieht das doch ganz gut aus, was wir jetzt hier haben. Was sagt denn der Blitz für diese Auftragslage? 13 von 16. Kann ich hier auch gesamt irgendwo auswählen? Sind das Aufträge, die dann... Wenn ich jetzt Zyklus 1 habe, ne? Der erste. Haben wir 234 zu 207 Aufträge gehabt. 27 sind da übergeblieben. Das verstehe ich hier noch nicht so ganz. Da komme ich noch nicht so ganz mit klar. So, letzter Zyklus ist heute da. 19 erzeugt, 22 entfernt. Also das ist schon mal gut, das ist jetzt nicht so viel. Oh, da gibt es einen Kampf. Okay, das Fleisch fällt jetzt hier in Retten. Was ist das Fleisch da drinne? Wenn ich das jetzt aufmache, fällt es definitiv darunter. Also bringt mich das jetzt gerade nicht weiter, ne? Nimmt das auf? Oh, aufgenommen. Warte mal, ganz schnell gucken. Ja, Ernährung. Wir haben aber kein Fleisch mehr zu essen, ne? Das war hier, oder? Fleisch, ja, sehr gut. Das heißt, jetzt gibt es hier oben Fleisch rein. Und jetzt gibt es Barbecue. Kupfererz und so, ne? Jetzt wird hier gekocht. Da steht immer noch zu wenig Fleisch. Aber was macht er denn dann? Naja, weiß ich auch nicht, ne? Hier ist ja noch einer, ne? Zack, angreifen. Nächste Essen. Schon wieder Kampf. Wo wird denn gekämpft? Tja, gute Frage, ne? Okay, hier ist eigentlich ein Vakuum, ne? Gut. Hier ist auch Fleisch. So, Forschung abgeschlossen, sehr gut. Das ist jetzt der Flüssigkeitsfilter, den wollen wir ja auch hier irgendwo hinsetzen. Gucken wir mal gerade. Das ist er hier. Dann haben wir hier noch die Ethanol-Distillerie und die Algendistillerie. Und wir nehmen aber den und bauen den hier hin. Und machen das Ganze aber auf einer Prio 4 erstmal. Und... nee, wir machen die Prio auf 2. Das reicht vollkommen aus. Das hat erstmal keine Eile. Wir haben aber sonst alles fertig. Ach so, eine neue Forschung müssen wir dann auswählen. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Und...
Also hier wäre das Fischaussetzer. Also das wäre ja, um eine Farm zu machen, eine Viehzucht anzutreiben. Farm ist ja hier oben. Okay, müsste man mal überlegen. Das wären nicht fossile Brennstoffe als nächstes. Dickere Kabel brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Hier ist intelligente Lagerung, brauchen wir auch noch nicht. Die Rutschstange haben wir, die müssen wir dann mal bauen, weil wir sie schon haben, ne? Hier künstliche Freunde. Sweepy Dog, ne, das ist jetzt nicht nötig. Wir haben keinen Stress. Benachrichtigungssysteme sind wir jetzt auch nicht so, glaube ich, unterwegs mit. Was haben wir hier? Flüssigkeitsbewegungsprozesse. Flow Reduction. Redirection. Ach, ein Surf-Simulator, okay. Hier haben wir was mit Rohren. Isolierte Rohre, okay. Temperaturregelung brauchen wir jetzt auch nicht. Filter wäre interessanter. Und hier haben wir Sauerstoffmasken. Ich glaube, wir haben schon gefunden, was wir brauchen. Lass mal die Sauerstoffmasken machen. Sozusagen der Vorreiter von den Anzügen, ne? Ja, das machen wir erstmal. Dann ist die Forschung ausgewählt, das ist gut. So, was wird hier wo umgebaut? Okay, irgendwas ist gerade fertig. Ne, wir haben wieder Rohstoffe gekriegt, entsprechende, weil hier wahrscheinlich abgebaut wird. Gut, hier ist alles grün. Da wird gearbeitet. Wir haben, oh, 7800 Kilokalorien, das ist schon mal gut. Was macht eigentlich unser Kühlschrank? Da kommt alles rein, aber da ist gar nichts drin, da noch Knorpelbeeren. Warte mal, die andere Box. Wo ist unser Drucker? Da, die Box hier. Was macht die Box? Rationsbox. Das Barbecue muss gekühlt werden. Lorbeere kommt da nicht rein. Obwohl, nee. Fleisch kommt da nicht rein. Mehl aus. Eigentlich können wir diese Box wegmachen, wenn wir einen Kühlschrank haben, oder? Nährstoffriegel können da rein. Die Mehl aus soll da auch nicht rein. Knorpelbeere nicht rein. Eingelegte Mahlzeit, die muss, glaube ich, nicht gekühlt werden. Schmutzwurzel könnte da rein. Ich glaube, das können wir so lassen. Und hier gehen wir dann nochmal rein, machen den Nährstoffriegel da nicht rein. Die Schmutzwurzel da nicht rein. Und die eingelegte Mahlzeit. Dann ist es das Gegenstück von dem. Hier haben wir noch eine Position, die wir weitermachen können gerade. Catalina hat noch einen Punkt. Medizin haben wir. Aber Lindsay, die das macht, ne, oder? Medizin 7, ja. Das heißt, wir machen hier verbessertes Basteln für Catalina. Wunderbar. Haben wir das. Gut, dann würde ich aber sagen, machen wir erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die nächste Folge, falls euch diese Folge gefallen hat, dann gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochstrahle. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir hier Strom machen für den Matschmixer, Mischer, weiß ich nicht. Bis dann. Ciao.